Wir sind hier in der Gemeinde Eidelstedt. Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Klein-Lkw ist von Dreke kommend in Richtung Landesstraße 344 gefahren. Den Kreuzungsbereich hat er überfahren bzw. ist über den Kreuzungsbereich gefahren und hat dabei die Vorfahrt eines Audi-Fahrers missachtet. Durch den Zusammenstoß ist der Lkw-Fahrer verletzt bzw. tödlich verletzt worden und der Fahrer des Audi ist schwer verletzt worden. Es war so, dass wir hier einen Transporter auf der Seite liegen haben. In dem befand sich ein Fahrer, den konnte man leider nur noch tot bergen. Die Ersthelfer, die darauf zugekommen sind, hatten diese Person aus dem Fahrzeug bereits herausziehen können, haben dann sofort mit den lebensrettenden Sofortmaßnahmen angefangen und der Notarzt konnte dann leider nur noch den Tod feststellen. Der andere Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und ist dem Krankenhaus zugefügt worden. Also die Ersthelfer haben hier richtige Arbeit geleistet, die sind gleich zu dem Fahrzeug hin, haben die Person betreut, haben auch sofort die Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, also wirklich hundertprozentig gemacht die Arbeit. Die Notfallseelsorger wurden aufgrund des Todes des Fahrers gleich von der Leitstelle mit alarmiert und wir werden uns gleich nochmal in den Gerätehäusern zusammensetzen mit ihnen und werden da dann nochmal Gespräche führen. Des Weiteren hat man auch Kontakt zu den Ersthelfern wieder aufgenommen, ob die eventuell noch einmal etwas Betreuung dort benötigen.